Ihr braven Männer, herbeigeeilt aus Dörfern nah und fern, leiht mir eure Ohren. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr kurz reingeschaltet habt. Ich melde mich mal für einen Kurzvlog. Und zwar möchte ich bekannt geben, wann ich mein 300 Abonnenten Gewinnspiel auflösen werde. Und ich sage nochmal kurz, was die Bedingungen sind. Ich werde das auch gleich nochmal hinten dran hängen, das Video. Und zwar habe ich ja 6 verschiedene Games so verpixelt, dass man ja so ein bisschen Mühe hat zu erkennen, was ist das Original. Und eure Aufgabe ist halt rauszufinden, welche Games verstecken sich hinter diesen verpixelten Videos. Und die Bedingung ist, dass ihr ja Abonnent seid auf YouTube, dass ihr mindestens 2 von denen erkannt habt und diejenigen, die alle schaffen, die verdoppeln ihre Gewinnchance. Das heißt also, der Name wird 2-mal in der Lostrommel landen und hat dann entsprechend eine erhöhte Chance auf einen der beiden Gewinne. Das ist das eine. Das andere ist, wollte ich noch irgendwas dazu sagen? Ja, der 2. Platz kriegt ja das, was der Erste nicht will. Aber ich habe mir gedacht, ich lege noch ein kleines Goodie mit rein. Was das sein wird, das verrate ich euch jetzt noch nicht. Genau, die Ziehung oder beziehungsweise die Auflösung wird stattfinden am Sonntag, den 1. Oktober diesen Jahres. Und ich bin mal gespannt. Macht fleißig mit, seid dabei. Ihr habt jetzt noch die Chance, die Sachen zu gewinnen. Was ihr gewinnen könnt, seht ihr im 300-Abo-Special. Was ist das hier für ein Kackvogel, der so rumkrecht. Wie immer, wenn ich mal auf dem Balkon bin. Falls ihr noch so ein bisschen Musik im Hintergrund hört, wir haben hier gerade ein Volksfest, das nennt sich Lesetsonntag. Und zwar ist das immer so kurz vor und um die Weinlese rum. Dann fahren hier so Umzugswagen durch die Gegend und dann wird hier Volksmusik gespielt und so Gedöne. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern wie gesagt, merkt euch den Termin. Sonntag, 1. Oktober ist die Ziehung. Der 2. Preis, da werde ich noch ein bisschen was mit dazulegen. Zusätzlich, damit das ein bisschen attraktiver vielleicht auch wird, wird wahrscheinlich ein PlayStation 1 Game sein. Könnte sein, dass es Destruction Derby 2 ist. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Wollen mal gucken, könnte der 2. Platz gewinnen. Wie gesagt, die Gewinnchancen sind verdoppelt, wenn ihr alle schafft. Auf einen der beiden Gewinne. Das heißt, wenn ich den Namen einmal ziehe, wird er nicht ein zweites Mal nochmal gewinnen dürfen. Aber trotzdem, ihr habt dann eine erhöhte Gewinnchance. Was wollte ich noch sagen? Ja genau, ich bin jetzt bei Vidme, also unter anderem auch. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich YouTube verlassen werde, um Gottes Willen. Ich monetarisiere ja nichts, deswegen bin ich von diesem ganzen Gedöne von wegen Werbeunfreundlichkeit und hast du nicht gesehen, bin ich ja nicht betroffen. Aber ich denke mal, Vidme könnte eine Plattform sein, um meine Reichweite so ein bisschen zu erweitern. Was halt momentan so ein bisschen das Ding ist, damit man so ein bisschen freie Fahrt hat, was die Menge der Videos, die man pro Woche uploaden kann, was das angeht, ist, dass man mindestens 50 Follower haben sollte. Das ist zumindest empfohlen. Und ich habe jetzt momentan, glaube ich, 33 oder irgendwie sowas. Und es wäre cool, wenn ihr da mal schaut auf Vidme. Ich packe den Link unten in die Beschreibung. Und wäre cool, wenn ihr mich da followen würdet, dass ich dann nachher nämlich die Möglichkeit habe, pro Woche nicht nur 3 GB an Daten hochzuladen, sondern mehr. Und momentan ist es halt so, dass ich so eine Art, wie soll man sagen, Tomanius Classics damit reinbaue. Das heißt so Videos, die ich selber am coolsten finde und auch mal so ein paar ältere Sachen aus dem Archiv, die vielleicht dem einen oder anderen von euch entgangen sind, weil ihr vielleicht ja noch nicht so lange meinen Kanal verfolgt. Von dem her, ja, wünsche ich euch viel Spaß dort mit den Videos und würde mich eben freuen, wenn ihr mir ja da folgen würdet und dass dann eben das gewährleistet ist. Ja, wie gesagt, ich hänge jetzt hier im Anschluss nochmal das Gewinnspiel hinten dran und wäre echt cool, wenn ihr da mitmachen würdet, dass ein bisschen mehr als momentan nur 4 Leute in der Lostrommel sind. Und ihr habt jetzt also noch, wie gesagt, Zeit bis zum 1. Oktober. Wie gesagt, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Euer Tomaniac, macht's gut. Ja, liebe Leute, während hier die Jeopardy-Mucke im Hintergrund läuft, hier seht ihr jetzt mal die versteckten Games. Da haben wir Game Nummer 1. Tja, was könnte sich da versteckt haben? Schaut nach im Archiv und ihr werdet es erfahren. Das hier liegt schon ein bisschen weiter zurück.
Aber auch hier, suchen und gucken könnte helfen. Ja, das nächste hier ist eins meiner Lieblingsvideos. Eins, was ich mir immer wieder mal gerne angucke, weil es so lustig war. Ja, nach so ein paar Gläschen Wein, da ist alles möglich. Und auch das hier zählt zu meinen All-Time-Favorites. Ja, guckt euch den Hintergrund an. Ich glaube, das ist eins der einfachsten Rätsel hier. Schreibt mir als Nachricht. Was meint ihr, was das ist? Als nächstes haben wir hier eins, das ist relativ aktuell in meiner Videoliste, gar nicht so lange her. Ja, wonach sieht das hier wohl aus? Auch da bin ich gespannt auf eure Antwort. Und das letzte im Bunde, ja, liegt auch schon eine Weile zurück. Von der Konsole habe ich jetzt auch schon länger nichts mehr gebracht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Raten und ciao bis zur Auflösung.